Moin, ich bin... Nein, ich will die ganze Zeit vom falschen Kanal die Anmoderation machen. Ich bin der Günther, ich komme aus der Dönerbude. Willkommen zu einer neuen Folge Kirby Star Allies. Wir haben beim letzten Mal die vierte Stage des Helden einer anderen Dimension Modus durchgespielt mit 24 von 30 Herzen. Heißt, im Gesamten fehlen uns mit dem einen, was wir in Stage 1 verpasst haben, 7 Herzen, 113 von 120 haben wir, 105 braucht man meinem Wissen nach fürs beste Ending. Dementsprechend können wir uns bereit machen für den Secret Final Boss dieses Modus. Wir werden uns, wenn es nicht allzu lang dauert, auch noch die Jukebox mal angucken heute. Du hast 100 oder mehr Freundesherzen. Heißt wohl, man braucht 100. Oder die letzten 5 sorgen dafür, dass nach dem eigentlichen Kampf noch was ist. Die von dir gesammelten Freundherzen machen den Unterschied. Mal sehen, was uns in der letzten Dimension erwartet. Ja, der Final Boss Fight. Die Umgebung hier ist echt cool geworden im Verlauf der Zeit, muss ich sagen. Also, los geht's. Ich glaube, da kommt nicht mehr wirklich Level davor. Nur so ein bisschen atmosphärisch Yuigo-brr. Ich mag Elektro an sich, aber ich will mir noch wen mitnehmen. Ich gehe mal davon aus, dass ich auch noch mindestens ein Traumzepter bekomme. Wow! Da haben wir das. Gleich ein zweites, oder? Genau. Magolor werde ich mir wie immer mitnehmen. Magolor ist gefühlt ein Muss inzwischen. Und mit inzwischen meine ich eigentlich schon ganzen Moduslagen. Und irgendwie finde ich, der blaue sieht ganz komisch aus. Mal gucken, ob auf der anderen Seite auch noch ein Traumzepter chillt. Hier ist ein One-Up und ein Traumzepter, ja. Wen nehmen wir uns mit als letztes? Irgendwie tendiere ich... Es ist vielleicht eine schlechte Idee. Die können halt theoretisch heilen. Aber die haben halt... Ne? Die sind literally mit einem Hit tot. Ja, und für meine Ability werde ich bei Elektro wahrscheinlich, denke ich, bleiben. Andererseits hat Spinne auch gut performt, als ich es genutzt habe. Spinne ist eine gute Ability, habe ich das Gefühl, für sowas. Ach so, Spinne ist, obwohl vielleicht ist Spinne hier unten. Ich gehe nämlich irgendwie davon aus, dass ich alle Abilities zur Auswahl habe, oder? Nee, Spinne steht nicht mal zur Auswahl. Ja, dann bleibt's bei Elektro. Na dann. Die Bosskämpfe waren schwierig in dem Modus großteils. Und jetzt kommt der letzte. Und wohl schwierigste. Und das Kampffeld ist schon wieder geil. Das Ding kennen wir. Und wir haben diese 4 Zepter in den 4 Stages gesammelt. Um das Ding zu zerstören und damit... Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es noch ein Heines-Battle gibt. Es sag ich, wie es ist. Ich hatte keine Ahnung, dass es einen dunklen Heines gibt. Heines fiel durch ein Loch in eine andere Dimension. Die Dunkelheit betrog ihren Meister, verwandelte sich in ein riesiges Störherz und verschluckte ihn. Gibt es noch Hoffnung? Vielleicht sind Freunde in einer anderen Dimension die Rettung. Irgendwie, wenn ich dieses Stichwort höre, will ich erstmal probieren. Nee, Herzen auf den zu werfen scheint nicht so effektiv. Oh Gott, Alter. Ja,
diese Attacken, die er hier macht, richten jetzt bisher nicht so viel aus. Ja, er wird safe gehittet. Boah, der Schaden. Digga, und die Leben von dem. Wir krepieren gefühlt in der ersten Phase dieses Battles. Ach so, dieses Mal muss ich nicht erst die Lebensleiste nehmen. Ja. Ja, wir müssen seine Lebensleiste nicht auf Null bringen, bevor er ausrastet. Und Baumstämme! Aua! Ja, wie soll ich dem denn helfen? Wenn der scheiß Typ den... Ja, jetzt hat scheiß Deck meine Ability eingesaugt. What the fuck? Ich hab keine Ability. Ja, nicht, wenn meine scheiß Kollegen meine Fähigkeiten klauen. Ich hab keine Ahnung, der Kampf wird ewig dauern. Und jetzt geht's erst richtig los. Komm schnell! Wir brauchen ein bisschen Heal. Durch die Mitte! Digga, die ist der Spawn-Trap! Ich kann nichts machen, das ist so ein Bullshit! Ja, ich kann nicht hinten! Okayen Job. Ja, mach. Das dauert immer zu lang. Aber wir haben die Phase irgendwie geschafft. Ja, dank... ich werde aber geheilt. Und trotzdem, ich habe keine Ability für den Final Fight. Das ist... Lortaines! Es ist so ein Trash gerade. Was ist das? Ich war eigentlich nur auf der Suche nach Lortaines, der vom Nichts verschlungen wurde. Und nun öffnet sich mir eine vollkommen andere Dimension. Moment mal, dieser kleine rosa Ball, bist du das? Franziska Flamberger, essen komm! Was? Die Anspielung verstehen viele nicht. Was ist das? Lortaines? Das bist doch du wieder! Da fällt mir noch eins dazu ein. Ja, er hatte schon mit Grund nur Baumstämme dabei. Beruhige dich doch bitte. Sieh sich einer nur euch an. Ihr seid nicht der Lortaines, den wir einst kannten, aus jenen glorreichen Tagen, als ihr uns in eine goldene Zukunft führtet. Es ist nicht die Zeit für Kummer und Sorgen, Franziska und Flamberger. Es sitzt an uns, Lortaines zu helfen und unsere Schuld zu begleichen. Aber bevor es soweit ist, du kleiner rosa Ball! Kirby, wow! Es scheint, die vom Schicksal bestimmte Zeit ist gekommen. Wir drei magischen Schwestern werden den Kampf zu Ende führen. Yep! Jetzt wird's toll!
Alle drei! Das ist der Secret Bosskampf von Perk Star Allies. Ich werde wahrscheinlich nicht mal bis dahin kommen. Ich hab einfach nicht die Chance, der Saugnis oder die scheiß Sterne weg, die ich schießen kann. Es ist so mies, ich kann halt nichts machen in diesem Battle. Ja, great, zu spät. Digga! Ja, ich kann dem nicht helfen! Die werden gespawntrapped! Ich kann nichts tun! Es ist so mies! Ich kann nichts tun! Ja, die Combo nicht! Wir können auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich literally keine Siegeschance habe. Indem sie literally spawn campen. Ich kann meine Freunde nicht wiederbeleben. Ja, ausweichen sowieso nicht. What the fuck ist das? Aber jetzt mal im Ernst, ich werde den Kampf auch in 80 Tries nicht gewinnen. Ah, jetzt. Ich hatte halt keine Abilities. Und das ist lächerlich. Ich musste die ganze Zeit ohne jegliche Fähigkeit kämpfen. Wegen dem Keck. Und ich nehme trotzdem nochmal mit. Alter. Das war wirklich einfach nur Trash in meinen Augen. Und Magolor lassen wir jetzt mal zu Hause. Elektro war auf der anderen Seite. Das heißt, ich darf dieses Mal auch wieder effektiv mitkämpfen. Für ein paar Sekunden zumindest. Wenn ja, dann muss ich los. Also dann weiß ich echt nicht, ob ich das mache. Wenn die jetzt sagen, ich muss nochmal gegen Heines kämpfen, ich glaube, dann spiele ich das nicht weiter. Danke. Ja! Der Kampf beginnt schon wieder so toll. Die sind aber auch alle auf einmal im Auge, weil ich meine, okay, eine chillt gerade im Hintergrund, aber... Außerdem ist es so... Also mit dem, wie ich mich bewege, ist es recht easy, dir zu entwischen. Ja, schon wieder viel zu schnell. Mal was! Wo bin ich? Hier! Ich verliere echt komplett. Haben die gerade Hat meine Malerin gerade Illuminati gemalt? Gemalt. Und wo bin ich? Ja, und ein
meine Kollegen sind tot, so ziemlich. Und den einen großen Vorteil, den ich hatte, diesen 2-Kilometer-Stern, der ist weg. Mal was. Und Leute, ich hab mal wieder keine Ability, ganz was Neues. Beam? Wieso Beam? Ja, ich kann wieder nicht helfen. Ach stimmt, das ist ja ein Grab, wahrscheinlich bin ich tot. Ja, aber ich werde wieder gekombot. Dieser Fight ist lächerlich. Gejumpt! Digga, diesen Kampf schaff ich nicht in einer Folge. Den schaff ich auch nicht in 3 Folgen. Die Heilerin brauche ich einerseits, andererseits bringt sie nicht viel, weil ich nicht dazu komme. Alter, was ist das? Wie mache ich dieses Battle? Wie mache ich dieses Battle? Ich bleib dabei. Elektro ist für mich die beste Wahl. Mit allem anderen bin ich sowieso im Arsch. Ich werd's aber trotzdem mal mit Hammer probieren. Einfach... Das Allerschlimmste ist halt... Ich verliere meine Ability nach ein paar Sekunden im Kampf. Weil ich werd dann getroffen und kann's nicht mehr zurückbekommen. Das ist das Problem am Kampf. Man kann nichts zurückbekommen, was man verliert. Mitkämpfer, Items, nichts. Ah, natürlich hat sich der treffen lassen. Die Attacke hat aber nicht so viel gemacht, nur die Hälfte, und das war die Künstlerin. Wunderbar! Ich meine, in der ersten Phase geht's ja zumindest noch irgendwie, weil da nicht alle drei auf einmal kämpfen, anders als später. Alter, ja, und das meine ich. Jetzt ist die Künstlerin weg und wir werden verlieren, weil wir nicht heilen können. Aber wir können sie nicht zurückholen, weil... Ah, ganz knapp. Bei fucking Spawn Trap. Jetzt mal schnell. Junge, das ist das Behinderte. Die macht ihren Job nicht. Es wäre so viel einfacher, wenn sie ihren scheiß Job machen würde. Mal was. Vielleicht noch länger chillen. Ja, die Künstlerin stellt sich in die Mitte. Und ist als Einzige nicht da.
und lässt sich dann wieder umbringen. Das ist gerade wirklich die Sache. Die Heilung ist durchaus sinnvoll. Man muss nur erstmal die Möglichkeit haben, das irgendwie zu nutzen. Was halt schwierig ist, wenn die alle minder bemittelt sind. Okay. Vor allem, was ich gerade sehe. Guckt mal auf meine Leben. Wo kommt meine Leben gerade her? Geh weg. Dieses scheiß Schwert bleibt für immer. Ach, nee, ich hab grad kurz gedacht, sie wären inzwischen auch tot. Okay, wir sind nicht bad dabei. Wir sind nicht bad dabei. Ah, mieser Hit. Es wäre schön, wenn du was malen würdest. Susi will anscheinend keinen Heal. Geachtet. Oh Gott. Was? Die Hitbox ist dreimal größer als es aussieht. Jawohl! Der Try lief gut. Und warum malst du fucking Illuminati? Gott, ich war die meiste Zeit in diesem Kampf mit den Leben wirklich gut dabei und hab eher verwaltet und versucht, die Malerin zum Heilen zu bringen. Ich glaube, das ist wirklich die Taktik hier. Und mit dem Hammer habe ich dann einfach zwischendrin zack, 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 113 von 120. Rang S. Höher geht nicht. Also von der Herzenanzahl her schon, vom Rang nicht. Und das müsste jetzt die Maximalbelohnung sein. Zack! Traumfreunde! Die letzten im Game. Haben mich vielleicht die stärksten. Wollt ihr, hallo, Spiel, noch länger? Noch länger? Diese Animation ist ein bisschen lang. Aber wir haben den Helden in einer anderen Dimensionsmodus durchgespielt. Sind wieder raus aus der letzten Dimension. Und verpissen uns jetzt von hier. Ja, und der Lord Heines liegt immer noch bekifft im Hintergrund, weil er's kann. Ja, okay, aber die bleiben anscheinend hier. Dann tschö. Das ist eben das Ending für
Ich glaube, 105 sind's. Aber keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht. Vielleicht auch nur 100. So. Der auch noch. Pff, diese Kopfbewegung nach hinten. Ne? Genauso gucke ich auch immer hinter mich, Digga. Einfach so. Ich hab's gerade nachgestellt und mich fast verschluckt. Deine Freundherzen haben Unglaubliches vollbracht. Die drei magischen Schwestern sind jetzt Traumfreunde. Und es gibt einen Modus für sie. Und neue, oh mein Gott, neue Erinnerungsbilder, die mache ich nicht voll. Ja, Jukebox wird nichts mehr, weil dieser Kampf fast eine halbe Stunde gedauert hat. Aber damit sind wir hier in den Credit... Ist das Kirby's Adventure Wii Credit Theme? Ist das dasselbe wie im normalen? Ich hab keine Ahnung gerade. Also es ist sehr sicher das Wii Theme. Allgemein, dieser Modus war sehr an Kirby's Adventure Wii angelehnt. Was auch so ziemlich das Beste am Modus war, weil Kirby's Adventure Wii der wohl beste Teil der Reihe ist. Ja, deswegen, wir haben hier noch Credits, also werde ich nochmal kurz ein bisschen Feedback geben. Ja, also der Modus, habe ich mitbekommen, ist allgemein ziemlich beliebt, weil er Charaktere vorstellt und schwierig ist. Kann ich dem zustimmen? Zur Hälfte. Charaktere vorstellen, ja, schwierig. Habe ich im letzten Part schon mal angesprochen. Meiner Meinung nach ist das einfach eine Grenze, die dieses Spiel auch falsch gesetzt hat. Weil die Stellen im Prinzip nicht wirklich schwierig sind. Das, was sie problematisch macht, ist, dass man nur eine Chance hat und wenn man es nicht schafft, muss man alles nochmal machen. Und das ist dann nicht mehr schwierig. Das ist schlicht nervig. Genau das hat dieser Modus falsch gesetzt. Und in meinen Augen, man hat das über die Folgen auch mitbekommen. Es gibt verschiedene Arten von Salz. Manche Spiele machen einen salzig, aber man hat irgendwie dabei trotzdem noch richtig Spaß und denkt sich im Nachhinein, boah, das war schon geil. Dieser Modus hat Salz gebracht und ich habe mir im Nachhinein gedacht, warum tue ich mir das eigentlich an? Warum mache ich das? Das macht keinen Spaß. Das ist, was an diesem Modus schiefgelaufen ist. Oh, was? Es gibt hier dich als Boss? Das ist cool. Das ist ganz cool. Einer der ältesten Kirby-Antagonisten. Und ich kenne die Attacken, weil er im Smash Bros. Bosskampf genau gleich kämpft. Aber ja. Okay, doch nicht. Digga, hat mir das viele Punkte gezogen. Ja, was kann ich zu dem Modus also letztendlich sagen? Nicht unbedingt viel. Vor allem nicht unbedingt viel Positives. Der Modus war eine interessante Idee. Es ist natürlich... auch gut, dass man versucht, ein bisschen Schwierigkeit reinzubringen. Aber man hat das meiner Meinung nach nicht geschafft, sondern stattdessen eben einen Modus erschaffen, bei dem ich ehrlich gesagt bereue, mich entschieden zu haben, ihn zu spielen. Und das ist definitiv nicht, was ein Modus machen sollte. Wow, Türklingel, Schnauze. Das ist einfach nicht, was passieren sollte. Und dementsprechend, als ob. Guck auf die Punkte. Ich wurde um 50 abgezogen. Ich wurde um 50 Punkte vom Computer abgezogen. Ist das euer Ernst? Ja, wenn ich den Modus jetzt noch mit ins Spiele-Rating reinnehme, wo ich vorher... Happy End steht da noch. Wo ich vorher sagte, das Spiel hat so 69 Punkte. Man muss ja bedenken, dieser Modus war DLC. Man kann den Rang noch erhöhen, aber wir können das nicht, weil wir haben alle. Ja, also den höchsten Rang. Ja.
Ich hab den S-Rang. Also, was ich jetzt noch sagen wollte, ich habe dem Spiel fürs Main Game 69 Punkte Bewertungseinheiten gegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Modus alleine bewerten soll oder zusammen mit dem Main Game gerade, muss ich sagen. Es war eben DLC, ist wichtig zu beachten, was auch somit der Hauptgrund ist. Ihr habt da 6 vergessen. Oder man schaltet noch welche frei irgendwie. Wahrscheinlich. Da gibt's auch noch mal. Ich such grad Ultra Knights Theme. Der Aufbau der Jukebox gefällt mir aber nicht. Man hat ein Lied mit Nummer, keine Inhaltsangabe, kein Plan, was was ist. Ja, Adventure Wii ist eine andere Generation. Ja. Dann ohne Musik. Die Jukebox werden wir uns dann, denke ich, auch nicht angucken, wenn die so aussieht mehr. Dem Modus als Einzelnen gebe ich, würde ich sagen, boah, ich habe das Gefühl, so wie was ich an Feedback für den Modus mitbekomme, werde ich dafür ganz schön kritisiert für das, was ich hier zum Modus zu sagen habe. Aber der Modus hat schlicht und ergreifend keinen Spaß gemacht. Der Modus war frustrierend. Die Bosse waren das Einzige, was irgendwie cool war. Die Bosse waren das, wo ich sage, es hat zwar Salz erzeugt, war aber noch spaßig nebenbei. Der Rest des Modus nicht. Die Bosse sind eigentlich das einzig Gute gewesen, neben dem Fakt, dass Charaktere ein bisschen besser vorgestellt wurden. Deswegen, wenn ich den Modus einzeln bewerten müsste von 100 Punkten, ich könnte nicht relevant mehr als 50 geben. Ich würde irgendwie 52 Punkte wahrscheinlich für den Modus sagen. Ich fand es nicht gut, egal was andere sagen. Es gibt Leute, die sagen, dass der Modus das Spiel wirklich aufwertet, aber wenn ich den Score jetzt zum Main Game mit reinbeziehe, dann senkt das den Score des Spiels noch einmal. Von vorher 69 auf rund 67%. Muss ich jetzt einfach ein paar harte Worte aussprechen? Wirklich, das waren, muss ich ehrlich sagen, hat man vielleicht ein bisschen auch bemerkt. Die letzten paar Folgen dieses Projekts haben mit zu denen gehört, die mir am wenigsten Spaß gemacht haben auf meinem ganzen Kanal und nicht nur im Spiel. Es war kein gutes Erlebnis, also gerade im Vergleich zum Freundesmodus, den ich eigentlich echt cool fand. Nein, dieser Modus hat reingeschissen. Nicht gut. Das ist mein Fazit. Also, beim nächsten Mal werden wir uns dann wohl der ultimativen Auswahl stellen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und oder Abo da. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Modus haltet. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.